dann möchte ich Sie alle herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass an der Kunsthistorischen Sporthalle Walter Rix ein gutes Publikum bekommt. Ich kenne Walter Rix aus, möchte man sagen, fast familiären Zusammenhängen über meinen Onkel und über gemeinsame Projekte, was Regionalgeld angeht und Regionalprojekte in Schleswig-Holstein. Und freue mich, dass er heute kunsthistorisch was sagen wird und damit diesen Thema Mythos auch etwas einführen wird und einen Aspekt aus Georg Münchbachs Werk herausgreift oder herausgreifen kann, weil das Gesamte auf einmal darzustellen ist ja zu viel. Ich habe diesen Aspekt Mythos als einen Einführungsaspekt herausgegriffen, beginnt mit Orpheus und Eurydike als ein Mythos eines Liebespaares, noch älter als Romeo und Julia, und die mythische Weltsicht als eine Möglichkeit, die Welt nicht nur materialistisch zu sehen, sondern etwas dahinter zu vermuten. Und Georg Münchbach hat sehr ausführlich sich mit dem Thema Mythos beschäftigt, unter anderem auch ein philosophisches Werk dazu gelesen von Kurt Hübner, der das sehr schlüssig philosophisch dargelegt hat, dass die mythische Weltsicht überhaupt nicht überwunden worden ist, auch erst recht nicht widerlegt worden ist von der wissenschaftlichen Weltsicht, sondern dass die beiden Weltsichten ganz verschiedene Themen zum Inhalt haben und verschiedene Themen bearbeiten und damit auch verschiedene Ergebnisse und verschiedene Nutzen, um auf Deutsch zu sprechen, erzeugen können. Und eine Landschaft nicht nur als ein Substrat zu sehen für Ackerbau, sondern als ein Ort, wo auch mythische Sachen sich ereignen können. Die alten Kirchen hätten gesagt, wo Götter wohnen. Das ist etwas, was man sich erhalten oder wieder erwerben kann. Und das ist etwas, was ich in dieser Ausstellung zu einem Thema machen wollte. Und das wird jetzt im weitesten Sinne, wenn ich das jetzt richtig sehe und wir so verabredet haben, wird das jetzt Thema des Vortrages sein. Leider. Ist so, ne? Wie das in der Landschaft. Ja. Dann kann ich damit auch ganz elegant das Wort übergeben und freue mich auf deinen Vortrag, bin sehr gespannt. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, auch für die freundliche Einführung. Ich bin noch ganz erfüllt von der Fahrt von Kiel aus hierher. Es war wie so eine unwirkliche Fahrt durch einen Kosmos von Licht und Farbe, die Bäume, die Straße überragten und dann das Licht der tiefergehenden Sonne durch das Laubwerk. Das war also doch eine kleine Verzauberung und so ein leiser Ton von Melancholie schwankt dann immer mit. Also das habe ich auf der Fahrt hierher ganz bewusst so empfunden und das klingt dann doch noch lange nach. Ich bin auch ganz beeindruckt von dem, was ich hier sehe. Ich meine, dass sehr viel Mühe hier reingegangen ist, dass sozusagen aus der Anordnung der Bilder auch ein gewisser Zyklus hervorgeht, der zum Verständnis beiträgt. Ja, ich möchte mich auseinandersetzen mit dem Thema Mythos in der Landschaft. Kein einfaches Thema. Etwas vertragt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, Ihnen einige Aspekte zu verdeutlichen. Und ich hoffe, dass ich selbst auch alles richtig verstanden habe, was man nie so ganz weiß. Also, wenn wir von einer Landschaft sprechen oder eine Landschaft betrachten oder ein Landschaftsbild uns ansehen, dann gehen wir von ganz bestimmten Ordnungskategorien aus. Und wir gehen unter ganz bestimmten Voraussetzungen an das Phänomen Landschaft heran. Und zwar lassen wir uns da leiten von unseren Vorstellungen. Diese Vorstellungen beinhalten Ordnungskategorien. Und diese Ordnungskategorien erlauben uns,
von zum Beispiel Urlandschaft zu sprechen, von Naturlandschaft. Bei dieser Begrifflichkeit tritt, wie wir meinen, das vom Menschen Geschaffene hinter der Schöpfung der Natur zurück. Aber auch in diesem Fall ordnen wir unsere Begrifflichkeit dem natürlich Geschaffenen zu, ohne zu berücksichtigen, ob beide Sphären überhaupt zur Deckungsgleichheit zu bringen sind. Beides kann so weit auseinanderklaffen, nämlich Begrifflichkeit und Phänomen, das wir beschreiben, kann so weit auseinanderklaffen, dass wir von der Natur zur Umwelt kommen. Zwei Sphären, die unendlich weit auseinander liegen. Hiermit deutet sich bereits an, dass wir heute rein sprachlich Gefahr laufen, den Zugang zum Ursprünglichen zu verlieren. Wir übertragen damit unsere Denkmuster auf das von der Natur Geschaffene und sprechen von, manchmal sogar von einer Kulturlandschaft, sogar von einer Agrarlandschaft und auch im Extremfall von einer Stadtlandschaft. Wenn man zum Beispiel die sozialistische Ästhetik betrachtet, so muss man feststellen, dass es dieser in keinem einzigen Falle gelungen ist, in der Kunst eine überzeugende Naturdarstellung zu schaffen. Mir ist das jetzt erst im Zusammenhang mit den folgenden Überlegungen deutlich geworden. Materialistische Prämissen und die Erklärung des Geistes als eine Reflexion der Materie erlauben keine außermenschliche Einwirkung. Die Natur wird dann zum Objekt, das es ökonomisch zu nutzen gilt. Wenn man deren Gefährdung nicht mehr übersehen kann, dann setzt man wie bei einer Alibi-Veranstaltung den Umweltschutz ein. Und selbst dieser Umweltschutz funktioniert angesichts der innerweltlichen Prämissen nicht. Wie man zum Beispiel im Falle der Schwarzen Pumpe in der Lausitz, in dem Gebiet um Bitterfell oder an der Kali verseuchten Werra beobachten kann. Dies sind lediglich beispielhafte Extreme, die jedoch nicht besagen, dass wir in unserer politischen Ordnung grundsätzlich besser sind. Hier bei uns ist die politische Handhabung des Phänomens nur klüger und die zerstörerischen Kräfte sind wesentlich gebremster. Dem war keineswegs immer so. In mythisch-archaischen Kulturen wurde die unmittelbare Erfahrung luminoser Natur noch völlig ungebrochen mit der Geschichte eines Gottes oder mehrerer Götter in Verbindung gebracht. Luminos heißt also in dem als Begriff gebraucht, in diesem Falle göttlich beseelt, wobei göttlich ja nicht unbedingt im Sinne einer christlichen Dogmatik zu verstehen ist. Luminos kann auch bedeuten, dass die Orientierung freikirchlich ist, unitarisch ist. Jedenfalls ist Luminos nicht gebunden an strenge christliche Grundsätze. Wenn wir die europäische Zivilisation verlassen, so stoßen wir auch heute noch auf Bereiche, in denen sich die Begegnung mit der Natur in einem durchaus magischen Raum vollzieht. Ein bekanntes und häufig zitiertes Beispiel, zum Beispiel in der Zeitschrift Geo taucht das immer wieder auf, also als Beispiel wird da für diesen Zusammenhang von Natur und Mystik wird der Berg Kailash genannt, also der Bereich, auf dem, in dem Tibet, Nepal und Indien zusammentreffen. Nach der asiatischen Mythologie liegt hier der Mittelpunkt der Welt. Und zwar direkt lokalisiert in diesem Berg. In diesem Berg entspringt nach dieser Mythologie die Lebensenergie, die sich von hier aus unterirdisch in alle vier Erdteile ergießt. Ein dortiger Bewohner
wird den Berg daher ganz anders sehen als ein Europäer, der sich mit einer hochtechnischen Ausrüstung aufmacht, diesen Berg zu erklimmen. Dass aber auch unsere europäische Kultur ursprünglich einen durchaus mythologischen Zugang zur Natur hatte, beweist die Götterwelt der Antike. Die Götter waren in der Antike Gestalter und Ausdruck der Natur. Dabei zeigte sich eine enge Korrespondenz zwischen der Natur und der Psyche des Menschen. Denn die widerstrebenden Kräfte im Wesen des Menschen, wir sind ja nicht alle gute Wesen, die widerstrebenden Kräfte in der Natur und in der Psyche des Menschen waren nur ein Abbild von dem Ringen der Götter in der Natur. Wenn wir an die heutige Begegnung des Menschen mit der Natur denken, so machen wir erstaunliche Entdeckungen. Fast immer schwingen trotz aller Konsumorientierung und des Wachstumsfetischismus in der Regel moralisch-ethische Komponenten mit. Das Fällen eines Baumes, eines alten Baumes, löst bei uns oft Trauer aus, weil wir in ihm nicht nur einen Sauerstoffproduzenten sehen. Oft erscheint uns der Baum als ein Lebewesen mit einer eigenen Würde. Bisweilen bricht ein derartiges Empfinden sogar in der trivialen Massenkultur durch. So zum Beispiel, wenn die Schlagersängerin Alexandra in einem ihrer bekannten Lieder beklagt, Sie alle kennen das vielleicht, mein Freund der Baum ist tot, er starb im frühen Morgenrot. Das Artensterben betrachten wir nicht nur als ein ökologisches Problem. Wenn wir unser Inneres befragen, dann sehen wir im Artensterben einen grundsätzlichen Verstoß der Zivilisation gegen die vorgegebene Lebensgesetzlichkeit. Lösen wir uns von den durch Wirtschaft und Politik vorgegebenen Denkmustern, so zeichnet sich eine nicht instrumentelle Sicht der Natur ab. Die Natur ist mehr als eine verwertbare Ressource. Sie hat offensichtlich ihren eigenen Wert. Wie können wir nun die Natur außerhalb des uns aufgezwungenen Rahmens überhaupt sehen? Wie können wir uns mit unserem Denken und unserem Empfinden so befreien, dass wir dem Wesen der Natur überhaupt näher kommen? Wir können einmal den ästhetischen Blickwinkel wählen, aber dieser hat seine deutlichen Grenzen. Zweifellos führt eine ästhetische Sicht der Landschaft auch zur Bewunderung einer darin sichtbar werdenden Schöpferkraft. Wie die einzelnen Stilrichtungen in der Geschichte der Malerei jedoch gezeigt haben, erfolgt gerade die malerische Darstellung im Sinne der Ästhetik einer bestimmten Epoche. Wir tragen auf diese Weise etwas an die Natur heran, was uns letztlich daran hindert, Zugang zu ihrem Innersten zu finden. Einige Philosophen haben daher von der, ich zitiere es wörtlich, ästhetischen Besetzung gesprochen. Man kann jedoch auch zu einer mythischen Naturerfahrung finden. Die Dichtung liefert uns dafür zahllose Beispiele. Für Hölderlin zum Beispiel gleicht die Landschaft zum Beispiel einem lebendigen Organismus, der in einem bestimmten Rhythmus arbeitet. Eichendorff sieht in der Natur den vom göttlichen Geist beseelten Organismus. Und selbst in der auf Pragmatismus und Utilitarismus abgestellten neuen Welt zieht sich Thoreau aus der Welt des Handels und der Finanzen zurück. Er wählt ein kleines und einfaches Blockhaus in einem Wald nahe einem See. Hier vernimmt er die Geräusche einer in der Ferne vorbeifahrenden Eisenbahn wahr
und sinniert über das Verhältnis von Natur und Technik. Die Seen der Umgebung werden für ihn wörtlich, aus dem Englischen übersetzt, Augen der Erde, und er findet zu dem Grundsatz zurück, die Zivilisation erwächst aus der Natur. Bezeichnenderweise setzt er mit seinem Naturbegriff mythisch an, indem er die von Göttern beseelte Natur der Antike zur Grundlage seines Denkens macht. Überhaupt in den USA haben sich interessante Entwicklungen abgezeichnet. Es gab die sogenannten Transzendentalisten, die sozusagen den Menschen in eine grandiose, majestätische Landschaft hineingestellt haben und daraus den Begriff des Sublime, des Erhabenen, entwickelt haben. Die Landschaft geht ganz in das Empfinden, in die Vorstellung, in die Seele des Menschen hinein, sodass also sozusagen das Reale transzendent wird. Der Mensch stellt sich nicht der Landschaft gegenüber, sondern er nimmt eine Verbindung zur Landschaft auf. Ganz stark ist dann erstaunlich immer im amerikanischen Bereich die Entwicklung der Lumines, die also mit dem Licht arbeiten und sozusagen das in der Landschaft eingefangene Licht zeichnet sich dann als Phänomen, das zur Erkenntnis führt, in der menschlichen Psyche ab. Karikaturisten haben dann die amerikanischen Transzendentalisten, wie zum Beispiel Ralph Waldo Emerson, auch als ein Auge auf zwei Beinen dargestellt. Also das Optische bleibt nicht stehen beim Optischen, sondern das Optische wird auch sozusagen zu einem seelischen Element, das alles aufnimmt. Also die Realität existiert dann nur im seelischen Auge des Künstlers. Das sind schon Entwicklungen sozusagen, die die Sichtweise von Georg Münchbach im Grunde genommen vorwegnehmen. Also einen derartigen Zugang zur Natur, der erfordert eine grundlegende Reflexion unserer Ontologie. Wieder ein vornehmes Wort, Ontologie als geistige Disziplin, die versucht, die Wirklichkeit, die uns umgibt, sozusagen in verschiedene Kategorien zu ordnen. Also wenn wir sozusagen unseren vorgegebenen Zugang zur Natur öffnen wollen, dann müssen wir uns eigentlich von unserer jetzt herrschenden Ontologie verabschieden. So wie die Ontologie und der sogenannten wissenschaftlichen Ontologie die Mensch und Natur, Subjekt und Objekt scharf voneinander trennt, kommt man bei dieser Erkenntnis zu einer durchaus wechselseitigen Durchdringung von beiden Bereichen, von Subjekt und Objekt. Mensch und Natur werden nicht als etwas Getrenntes betrachtet, das es in einem zweiten Schritt miteinander in Beziehung zu setzen gilt. So, wenn wir zum Beispiel unsere Projektionen in die Natur hineintragen, sondern die enge Beziehung wird zum Objektivierten. Sie sehen also, dass das, was ich eben schon bei den amerikanischen Transzendentalisten so modellhaft paradigmatisch andeutete, dass sich das sozusagen im Sinne der modernen Ontologie nochmal wiederholt. Wenn eine derartige Beziehung erfahren wird, erwacht die Natur aus ihrem bloßen Objektsein, wie von einem Zauberstab berührt. Wir stoßen hiermit auf die Grundhaltung von Georg Münchbach. Es handelt sich bei seiner Grundeinstellung um mythische Ontologie, die in Form der unmittelbaren und unreflektierten Wahrnehmung der Natur, die auch gegenwärtig noch bei den herrschenden, bei der herrschenden Zivilisationsschicht durchschimmert. Man kann sich durchaus fragen, ob uns im Laufe unserer Kultur- und Zivilisationsgeschichte etwas verloren gegangen ist. Die Griechen
erhielten ihre Weltdeutung von Dichtern, nicht wie wir heute von unserer Wissenschaft. Sie haben, die Griechen, sie haben sich zu dieser mythisch-numinosen Weltdeutung ohne Einschränkung bekannt und den einzelnen Erscheinungen dann den Namen der diversen Götter gegeben. Offensichtlich hatte sich diese Form des Denkens lange erhalten. Machen wir einen großen zeitlichen Sprung in das Ende des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit der um sich greifenden Industrialisierung, der die Natur immer mehr opfern muss, taucht in der Malerei und insbesondere auch in der Literatur, aber auch in der Musik, erstaunlich häufig das Pan-Motiv auf. Pan, der griechische Gott der Hirten und in unserer Wahrnehmung Repräsentant einer ungestörten Natur. Entweder wird der Gott Pan beschworen, zum Beispiel von den jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden zahlreichen Naturschutzbewegungen, also entweder beschwören sie den Gott Pan, oder es wird immer wieder beklagt, dass Pan tot ist. Ein bekanntes Wort in der damaligen Zeit, Pan ist tot. Zwischen 1895 und 1900 erschien die programmatische Kunstzeitschrift Pan, ein Sprachrohr des Jugendstils, mit seiner floralen Ausrichtung, also mit der Anlehnung an Elemente der Natur, war auch der Jugendstil bestrebt, die ornamentale Erstarrung der wilhelminischen Zeit aufzulösen. Die zahlreichen Pan-Darstellungen in der Malerei, insbesondere die Darstellung von Pan und Syrinx, weisen in ihrer Tendenz unverkennbar auf das Ineinanderfließen von Natur und Welt, und zwar Welt des Menschen. Als Kulturhistoriker könnte man daher uneingeschränkt sagen, dass diese prominente Erscheinung des Pans in der Kunst der letzte Versuch war, das mythische Denken vor der Allmacht des Rationalismus zu bewahren. Dennoch scheint sich diese Denkform als Unterströmung bis in unsere Zeit gehalten zu haben. Man braucht nur an die Beliebtheit der Panflöte in der modernen Musikszene zu denken. Bei den Griechen konzentrierte sich das Mythische der Landschaft im Temenos, das heißt einem heiligen Ort, der einen Mittelpunkt besitzt, auf den alles in der Landschaft hinweist. In einem solchen Mittelpunkt hat sich das numinose Wesen des Temenos verdichtet. Er ist, wie der leider verstorbene Kieler Philosoph Kurt Hübner sagt, ein Ort der mythischen Substanz. Sie finden eins der wesentlichen Werke von Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, hier auf der Bank. Also Kurt Hübner nennt das die mythische Substanz. Von hier aus dringt die Ausstrahlungskraft in alle Teile der Umgebung und macht so aus diesen eine lebendige Einheit. Diese Vorstellung hat auch unsere Kulturgeschichte geprägt, obgleich wir uns dessen kaum noch bewusst sind. Als Beispiel soll wieder Hölderlin angeführt werden. Auch bei ihm sind sämtliche Teile einer Landschaft einem Zentrum, wie im griechischen Denken, untergeordnet. Und von diesem Zentrum aus erfahren sie ihren lebendigen Sinn und ihre Bedeutung. Dies ist kein Einzelfall. Wenn wir zum Beispiel den englischen Romantiker William Wordsworth betrachten, mit seinem, vielleicht haben Sie das auch im Englischunterricht mal besprochen, mit seinem berühmten Gedicht The Daffodils, der über die unzähligen Osterglocken streichende Frühlingswind, in dem sich die Blumen wie in einem harmonischen Tanze wiegen, dieser Frühlingswind führt hin
zu einem göttlich beseelten Zentrum, das nicht nur für die Blumen, sondern für die Natur insgesamt gilt. Und zwar trotz der einzelnen Blumen wachsen diese Einzelelemente zu einer Sinneinheit zusammen. Wenn wir die Argumente moderner Naturschützer genauer betrachten, so machen wir auch hier überraschende Entdeckungen. In der Landschaftswahrnehmung finden wir das Argument der Einheit von Ganzem und Teil, von Ideellem und Materiellem, Subjekt und Objekt und selbst der Transzendenz gegenüber Raum und Zeit. Bereits Humboldt hatte, um in diesem Zusammenhang ein extremes Beispiel zu wählen, in Bezug auf die kurische Nährung in Ostpreußen von der, wieder wörtlich, Entgrenzung von Raum und Zeit gesprochen. Letztlich zieht die Landschaft den Betrachter in ihren Bann und entzieht sich der Erklärung der profanen Wirklichkeit. Und damit kommen wir wieder zu den Bildern von Georg Münchbach. Nicht zufällig ist es daher die Kunst, die eine besondere Rolle in der Wahrnehmung landschaftlicher Natur ausübt. Ihre Art des Schauens ist grundsätzlich mythischer Natur. Sie verwandelt das Materielle in ein Ideelles. Sie schafft sinnliche Anschaulichkeit, lässt das Vergangene gegenwärtig erscheinen. Also wir führen uns wieder erinnert an die Bemerkung von Humboldt, Entgrenzung von Raum und Zeit. Vor allem setzt die Kunst das Objekt in Relation zum subjektiven Schauen, wodurch Natur und Menschliches ineinander übergehen. Die Kunst bewegt, weil sie, und hier zitiere ich den Philosophen Kurt Hübner wieder, weil sie, wörtlich, wie alles Mythische, die tiefe und schmerzliche Entfremdung zwischen uns und den Dingen aufhebt und das Trennende vereint, indem sie alles in Geist und Leben verwandelt. Soweit also Kurt Hübner. Dabei kann sich, wenn ein Kunstwerk seinen Betrachter ganz durchdrungen hat, dessen Wirklichkeitsverständnis in eigenartiger Weise umkehren. Wieder Kurt Hübner, nochmal wörtlich zitiert, nicht der außerhalb der Kunst liegende Gegenstand erscheint, wie gewöhnlich als das eigentliche Wirkliche und seine künstlerische Verwandlung nur als der Schein bloßer Fantasie, sondern umgekehrt, der außerhalb der Kunst existierende Gegenstand weist als etwas Vordergründiges über sich hinaus. Soweit Kurt Hübner. Exemplarisch stellt sich dieser Effekt zum Beispiel bei den Landschaftsreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts ein. Sie wähnten genau jene Landschaft vor Augen zu haben, die sie bereits von der Landschaftsmalerei erkannten. Der vielfach gescholtene und doch hoch von den Kunsthistorikern immer wieder zitierte und hochgeehrte Fürst Bückler meinte, insbesondere bei seiner Irlandreise, die ihm durch die Kunst vermittelten Bilder in der Wirklichkeit wiederzufinden. Aufgabe, Sie sehen also auch hier schon das Wechselspiel zwischen Wirklichkeit und Imagination. Aufgabe des künstlerischen Menschen sei es, so meint Pückler, die innenbürtigen Bilder der Natur transparent zu machen. In Muskau versuchte er dann auch, sein Landschaftsbild Wirklichkeit werden zu lassen. Man muss sagen, sehr zum schmerzhaften Kummer der Bauern. Der Kunsthistoriker H.U. Nemmen stellte 1919 in seiner vielbeachteten Schrift, die wird immer wieder zitiert, Ökologie im Diskurs zu Grundfragen der Anthropologie und Ökologie und zur Ethik der Wissenschaft fest, dass die Kunstgeschichte der Neuzeit geradezu von dem, jetzt wörtlich, programmatischen und ständig erneuerten Anspruch bestimmt ist,
Alternativen zum jeweils herrschenden Wirklichkeitsbegriff und zu den sich darauf gründenden Wahrnehmungsweisen zu entwickeln. Soweit also H.U. Nennen. Und Kurt Hübner bemerkt in diesem Zusammenhang äußerst treffend, der Wirklichkeitsbezug der Kunst liegt seit der Neuzeit stets in der versuchten Überwindung des jeweils vorherrschenden Bezugs zur Wirklichkeit. Wir sind also wieder bei diesem zentralen Gedanken. Nun könnte man gemeinhin argumentieren, dass die Kunst im Grunde genommen nur den schönen Schein schafft. Sie ist lediglich ein Produkt der menschlichen Fantasie, wäre ein Standpunkt in der Diskussion. So ein menschlicher Produkt der menschlichen Fantasie das hat alles nichts mit Wirklichkeit zu tun. Dem widerspricht die moderne a priorische und a priorisch orientierte Erkenntnistheorie der Kunst. Sie unterscheidet zwei Bereiche. Einerseits das, was unter bestimmten a priorischen Bedingungen im Kunstwerk zur Erscheinung kommt, und andererseits das, worin dieses Erscheinende als ein Produkt des Menschen eingebettet ist. Dieser Ansicht zufolge gilt dasjenige, was im Kunstwerk zur Erscheinung gelangt, als eigenständige Erkenntnis der Wirklichkeit. Wie sieht es nun mit dem künstlerischen Schaffensprozess aus? Dieser Prozess ist nämlich keineswegs, wie allgemein angenommen, von willkürlicher Fantasie geleitet. Vielmehr besteht er darin, den Gegenstand, zum Beispiel in unserem Falle die Landschaft, durch mühevolles Experimentieren, Suchen und Finden, Entwerfen und Verbessern, Verwerfen und Bestätigen, jene Verfassung abzuschauen, mit der es in Erscheinung tritt, wenn es vom Künstler unter dem Blickwinkel seiner a priorischen Bedingungen gesehen wird. Indem der Künstler von seinem Sensorium ausgeht, zeigt sich ihm der Gegenstand so, wie er ihn sieht und nicht anders. Diese Wenn-Dann-Folgerung ist für den Künstler die verbindliche Erfahrung, denn er kann vorher nicht wissen, wie der Gegenstand unter den gegebenen Bedingungen zur Erscheinung kommt. Er muss dies in einem mühevollen, weitgehend auch schmerzhaften Schaffensprozess und Kraftraum der Arbeit herausfinden. Dieser Prozess ist durchaus vergleichbar mit dem Falsifizieren und Verifizieren wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse. Interessant ist auch, dass in den Biografien vieler Künstler immer wieder das Phänomen auftaucht, dass sie nach Abschluss eines Schaffensprozesses Suizidgedanken haben. Sozusagen die Kraft ist in einer Form aus ihnen herausgegangen, dass sie also sozusagen eine Beendigung ihres Lebens, ihrer Lebensenergie empfinden. Vorübergehend jedenfalls. Das Ergebnis des Schaffensprozesses, so wie seine Bemühungen Einfluss auf die Landschaftswahrnehmung bis heute genommen haben, geht aus dem Versuch der Kunst hervor, den Transzendenzbezug zu thematisieren. Ein besonders anschauliches Beispiel in diesem Zusammenhang hierfür liefern die Bilder Caspar Gottfried Friedrichs. Die genaue und detailreiche Zeichnung des Vordergrundes verweist auf die Nichtigkeit und die Vergänglichkeit der profanen Welt. Im Kontrast dazu erstrahlt im Hintergrund ein Licht und eine Helligkeit wie eine göttliche Verheißung. Es ist das Licht einer jenseitigen Welt, wie es insbesondere in dem Bild, als Beispiel wird es immer wieder angeführt, Frau in der Morgensonne deutlich wird. Dabei geht es nicht etwa um eine schönfärberische Darstellung der Natur. Diese kann auch bedrohlich und durchaus furchteinflößend sein, wie die dunklen Wolken des Bildes Mönch am Meer erkennen lassen. Zwar löst sich bei Friedrich die Subjekt-Objekt-
Beziehung bereits auf, denn der Mensch wird in die Natur einbezogen, aber der Mensch tritt dem Mythos noch gegenüber. Noch sind Mensch und Natur nicht Bestandteil eines umfassenden Mythos. Deutlicher wird es schon in den Gedichten von Josef von Eichendorff, in denen ein Gleichklang von Mensch und Natur besteht. Für Eichendorff findet der Mythos im Wald statt. Und der Wald bietet die vollkommene Gestalt des Mythos. Er greift damit ein Sinnbild auf, das unsere Kultur bis in die heutige Zeit tief geprägt hat. Malerei, Musik und insbesondere die Literatur bieten zahllose Beispiele dafür. In diesem Zusammenhang zur Illustration ein Zitat aus dem 1939 erschienenen Roman Das einfache Leben von Ernst Wichert. Der Roman hat also eine gewaltige Auflage in der damaligen Zeit erlebt, über 100.000. Der Protagonist in diesem Roman, ein demobilisierter Marineoffizier des Ersten Weltkrieges namens Thomas von Orla, also der Protagonist ist der entgötterten Welt der Stadt entflohen und sucht Zuflucht zu den Wäldern Ostpreußens. Hier erlebt er in der Begegnung mit der magischen Sphäre des Waldes die Erlösung, nach der er dann immer strebt. Voller Inbrunst umarmt er seinen Baum, und ich ich gebe Ihnen nur mal ganz kurz die Passage, die in diesem Zusammenhang von alles Leid versank, Vergangenes und Kommendes, vor der Erkenntnis, dass eine Stelle im Leben hier war, wo er bis ins Mark getroffen werden konnte. Ohne dies konnte man nicht leben. Ohne den Atem der Erde, ohne das Rauschen des grünen Gottes. Die Worte des Traumes standen auf wie mit fernen Posaunenklängen. Wo ist Gott? Im Wald, im Wald. Leid und Hass der Zeit berührten ihn nicht mehr. Wesenlos war der Wald als Besitz, als Gut, als Macht. Aber Gott lebte in ihm. Sein Gott der Erde, er kniete auf den Stufen eines Tempels, der nur für ihn gebaut war, in dem nur sein Gott lebte. Das ist natürlich auch charakteristisch für die Zeit zwischen den Weltkriegen. Denken Sie daran, dass 1919 von Knut Hamsun der Roman erschien, Segen der Erde, Markens Gröde auf Norwegische, der ihm dann auch den Nobelpreis einbrachte. Da ist die Erde auch ein Mythos sozusagen. Und der Mönch, der Protagonist des Romans, gibt sich dieser Erde hin. Also die Einheit, die zwischen Mensch und Natur, die hier angesprochen wird bei Hans Wichert, ist schon da in dem Roman Segen der Erde. Bei Wichert manifestiert sich der Mythos im Wald Ostpreußens. Man könnte durchaus eine direkte Linie ziehen von dem heiligen Bezirk der griechischen Götter, dem Temenos, zur Gottwesenheit des ostpreußischen Waldes. Der Protagonist des Romans vereinigt sich nicht nur mit der Natur, indem er einen Baum umarmt und sich anschließend in das Moos des Waldbodens wirft, sondern er nimmt in dieser Begegnung auch das Göttliche in sich auf. Aber er bleibt eine vom Autor bzw. vom Künstler geschaffene Figur, deren Verhalten autorial, also vom Autor, gesteuert wird. Im Sinne des eingangs geschilderten a priorischen Bezugssystems begreift sich der Autor selbst noch nicht als Bestandteil des natürlichen Kosmos. Würde er diese Position einnehmen, so würde er ganz offensichtlich nach seinen Einsichten, die für ihn Wirklichkeit sind, gestalten. Damit aber würde er sich von den profanen Einzelheiten der Umgebung lösen. Verweilen wir einen Augenblick bei der mythischen Dimension des Waldes. Das Volksliedarchiv in Freiburg zählt über 140 Lieder, in denen der Wald besungen wird.
Man kann daran ermessen, welche Bedeutung der Wald als mythische Größe in unserer Kulturgeschichte hat. Überraschend ist, dass sich dieser trotz der Welt als Unterströmung erhalten hat. Mit einigem Recht kann man sogar sagen, dass er sich in der Tiefe unseres Bewusstseins verankert hat. Sie alle haben das Beispiel des Hambacher Forstes vor Augen. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass viele Demonstranten bereits bei dem G20-Gipfel in Hamburg trainiert haben, dass ein gewisses Maß an Krawalltourismus beteiligt ist und dass der Protest in Form eines Baumhauses eine aus den USA übernommene Mode ist, so muss man doch konzidieren, dass auch eine mythische Natursicht eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Vielen Jugendlichen muss man daher zugestehen, dass sie aus einem noch nicht verdorbenen Idealismus heraushandeln. Der ungeheure Fortschrittsoptimismus der 60er Jahre hat seit langem seine Verheißung verloren. Längst haben auch die Jungen erkannt, dass das wissenschaftliche Weltbild alleine eine naturzerstörerische Wirkung entfalten kann. Welche Kraft dem Mythos hinsichtlich der Landschaft ausströmt, beweisen die gegenwärtigen Vorgänge im Zusammenhang mit dem, ein weiteres Beispiel, anführen mit dem Reinheitswald. Vorausgeschickt werden muss, dass es gerade in Deutschland zahlreiche Landschaften gibt, die mythisch bewährt sind. So zum Beispiel die Goldene Aue, das Riesengebirge, der Odenwald, die Rheinregion, die Rheingau um Worms oder auch der Spessart. Der Reinhardswald ist nun eine mehr als 200 Quadratkilometer umfassende Region, eigentlich ein Mittelgebirge, das nicht nur historisch besonders geschichtsträchtig ist, sondern das auch mit einer großen Zahl von Sagen, Märchen und Mythen verbunden ist. Insbesondere den Brüder Grimm war der Reinhardswald ans Herz gewachsen. Nicht zuletzt führt auch die deutsche Märchenstraße durch den Reinhardswald. Seit der Energiewende sieht die sogenannte Regionalplanung Nordhessen jedoch vor, dass in seinem Bereich mehr als 100 Windkraftanlagen errichtet werden. Dazu ist es erforderlich, dass weite Schneisen durch die Waldungen geschlagen werden. Dreimal dürfen Sie raten, wer besonders daran interessiert ist, dass diese Windkraftanlagen errichtet werden. Dagegen haben sich 16 Bürgerinitiativen erhoben. Deren Argumentation ist in unserem Zusammenhang besonders aufschlussreich. Neben dem Gesichtspunkt, dass der Gewinn durch die Errichtung von Windkraftanlagen in keinem vertretbaren Verhältnis zu der damit einhergehenden Naturzerstörung steht, taucht im Mittelpunkt des Widerstandes ein Argument auf, das seine Kraft aus dem Mythos bezieht. Der Reinhardswald sei ein so einmaliges Zeugnis der Schöpfung, dass man nicht den Frevel begehen darf, ihn derart in seinem Wesen zu verletzen. Wollen wir uns der Beziehung von Landschaft und Mythos noch unter einem anderen Aspekt nähern, so können wir sagen, vor 2015 konnte man in dem Hamburger Bucerius Kunstforum die Ausstellung Wasser, Malerei und Fotografie bewundern. Und die Ausstellung beschäftigt sich mit der künstlerischen Darstellung des Wassers seit dem Delfinfresko 1600 vor Christi im Palast von Knossos. Also doch schon eine ziemlich lange Zeit, in der sich die Kunst mit dem Motiv des Wassers auseinandersetzt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie nah oder fern sind einander menschliche Wahrnehmung und künstlerische Abbildung, wenn Wasser im Spiel ist. Immer wieder zeigt sich, dass Wasser ein Medium ist, das verschiedene Darstellungsebenen außerhalb des allgemeinen Sichtbaren eröffnet. So hat zum Beispiel Leonardo da Vinci darauf hingewiesen, dass Wasser
ganz neue Perspektiven eröffnet. Damit nähern wir uns unseren Eingangsüberlegungen. Die Wasseroberfläche wirkt wie ein Spiegel, in dem sich der Künstler selbst sieht. Die griechische Mythologie hat diesen Sachverhalt mit der Gestalt des Narzissus umschrieben. Der Narzissus, der Narziss, ist der schöne Sohn des Flussgottes Kephisos und der Lariope, der die Liebe anderer mit Entschiedenheit zurückgewiesen hat und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Nicht ohne Grund hat dieses Motiv der Kunst durch Jahrhunderte hin immer wieder Darstellung gefunden. Die Wahrnehmung des eigenen im Spiegelbild regt den Künstler dazu an, sich in den Schaffensprozess mit einzubeziehen und die Wirklichkeit so zu deuten, wie er sie erlebt. Die Realität geht damit durch den Filter seines Geistes und erscheint in einer völlig neuen Form, die alles andere als deckungsgleich mit der Realität ist. Da Wasser als Lebenselixier, als Symbol der Lebensgewinnung, als Ausdruck der Wiedergeburt ebenfalls ein Mythos ist, erweist sich das Kunstwerk als gestalteter Mythos. Besonders interessant scheint mir, dass Georg Münchbach auch sehr viel Interesse an dem Wasser entwickelt hat. Insbesondere seine Flussläufe scheinen darauf hinzuweisen. Ich könnte nun im Einzelnen auf seine Darstellung der Flussläufe eingehen, möchte es aber aus Zeitgründen nicht machen, aber ich möchte auf eins besonders hinweisen, Sie sehen das hinter sich. Direkt das zweite Bild von links ist eine seiner Flussläufe im Jahr 2003 entstanden, im Zusammenhang mit anderen Flussläufen. Sie sehen, dass hier etwas gemalt wurde, was Sie eigentlich nicht in Deckungsgleichheit mit der Realität bringen können. Wenn Sie versuchen würden, hier das Vorbild in der Wirklichkeit zu finden, müssen Sie lange suchen. Sie haben auch hier, unterscheide mich vielleicht ein bisschen von Falk Münchbach, aber Sie haben hier auch ein starkes Spannungsverhältnis. Der Flusslauf ist aufgelöst in eine nebelartige Form. Diese nebelartige Form wiederholt sich im oberen Bildbereich. Sie haben zwei Bänder oben, die streng waagerecht verlaufen. Und diese waagerechte Richtung, dieser waagerechte Verlauf, wird ausgeglichen durch das Schwingende der Bänder im Mittelfeld, auch durch den Gegensatz von gelblich und grau. Und weiterhin kommt ein Spannungsfeld hinzu, der Mittelbereich. Dieser Mittelbereich zieht ja den Blick unmittelbar auf sich. Und wir wissen nicht, was das ist. Es sieht aus, also wie ein angeschnittener Zylinder. Ob es erstarrte Zypressen sind, die vertrocknet sind, oder ob es eine scharfkantige Steineruption ist. Jedenfalls erinnert dieses Bild auch sehr stark an Böcklins Toteninsel. Aber das Spannungsverhältnis resultiert auch daraus, dass sich hier senkrechte Linien, im Mittelbereich strebt senkrecht nach oben, dass sich senkrechte Linien mit den waagerechten Linien sozusagen, dass sie sich in etwa widersprechen. Das wird natürlich wieder aufgelöst durch die schwingenden Linien im Mittelfeld. Sie sehen, dass hier ein bewusster Anklang auch an Mythos stattfindet, denn die Toteninsel von Böcklin ist das Paradebeispiel für eine mythische Darstellung der Weltenerfassung. Es ist vielfach interpretiert worden, was es nun eigentlich darstellt, sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Todesgedanken
oder sozusagen Wiedergeburt oder was auch immer. Aber hier haben Sie das Entstehen eines Kunstwerkes aus dem Mythos heraus, eine ganz andere Sicht sozusagen, die im ontologischen Sinne, also das Subjekt-Objekt-Verhältnis, das scheint mir das Entscheidende zu sein, auflöst und uns ein inneres Bild, ein mythisches Bild vermittelt sozusagen, uns in die Lage versetzt, das zu sehen, was wir ansonsten nicht sehen. Das wäre Georg Münchbach sozusagen. Das wäre der Schritt von Georg Münchbach. Was wir mit unserem normalen Auge nicht sehen, das sehen wir durch seine Darstellung. Dann öffnet sich eine andere Welt, eine Welt, die also nicht nach der Gesetzlichkeit von Trennung von Mensch und Natur sich darstellt. Ich hoffe, ich habe einige Aspekte vielleicht erklärt, ich weiß nicht so, vielleicht war es auch alles nur ein Durcheinander, was ich gesagt habe. Aber jedenfalls, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, Walter, für den großen Parforce-Ritt, den du hier durch die Kunstgeschichte gemacht hast. Ich weiß, dass das ein nicht ganz leichtes Brot ist, was du da aufgetischt hast. Die in ganz kurzer Form, finde ich, möchte ich gern mitgeben, dass die Bilder anregen können sollen, von der Normalsicht materialistisch zu denken, zu sehen, mal umzuschalten, was kann man noch da drin sehen. Da hast du eine ganze Menge Aspekte gebracht. Ich freue mich, dass ich eine Aufzeichnung gemacht habe, man kann es nochmal sehen und nochmal einzelne Aspekte rausholen. Was eine wichtige Sache wäre, ich selber merke natürlich auch bei der tiefergehenden Beschäftigung mit diesem Thema, ich habe dann natürlich auch den Kurt Hübner gelesen, bei dem ich früher auch studiert habe übrigens, deswegen habe ich die beiden auch zusammenbringen können. Und mir ist bei der Lektüre einiges auch später noch aufgefallen. Und ich weiß, dass es ein größeres Thema ist, gerade weil wir in unserer Normalweltsicht so verhaftet sind, wie du ja auch dargestellt hast. Ja, wir halten etwas für normal, wie wir denken, sonst würden wir anders denken, ist ja klar. Ja, so und, aber wenn man mit Kurt Hübner zurückgehen kann an die Stelle, wo die Weichen gestellt worden sind, zu dem heutigen Denken, dann kann man zumindest in der Fantasie sagen, das ist ja gar nicht so eindeutig, dass man so denken muss, wie wir es heute tun, man könnte es auch anders tun. Also das, was du dargestellt hast, diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt, die führt Kurt Hübner zurück auf Descartes, der in dieser Suche, was kann ich eigentlich sicher wissen, zu dem Satz gekommen ist, ich denke, also bin ich. Und den findet man ja auch ganz einleuchtend, da kommt aber ganz automatisch daraus hervor, dass, was er dann gemacht hat, nämlich, wie du auch gesagt hast, Walter, zu trennen zwischen den denkenden Objekten und den sogenannten nur ausgedehnten Objekten, so nannte er das. Und da ist die Trennung von Subjekt und Objekt festgelegt und angelegt. Und die gesamte wissenschaftliche Geschichte danach, nach Kurt Hübner, hat das nicht mehr in Frage gestellt, sondern baut darauf auf. Und wir halten das deswegen für so normal, weil diese materialistische Weltsicht uns eine Menge technischer Errungenschaften gebracht hat. Und die scheinen das Ganze zu belegen, dass das so ist. Aber, wie du das ja auch gesagt hast, sowohl in der mythischen Zeit als auch immer wieder in allen Zeiten haben Künstler versucht, diese Weltsicht auch in Frage zu stellen, noch anders zu sehen. Und das ist das, worum es hier im Wesentlichen geht. Und die Einladung, egal wie tief man jetzt in dieses Thema eingedrungen ist, Bilder als Meditationsobjekte zu sehen und zu sagen, ich kann etwas auch anders sehen als nur als Materie. Das ist das, was für mich so als Rahmen dabei steht. Und ja, ich freue mich, dass du da so viele Aspekte noch mit eingebracht hast, die ich auch gerne nochmal nachvollziehen werde und denke, dann ist jetzt noch der Ring frei für Fragen und weitere Gespräche im formellen und informellen Bereich und weitere Kaffee oder was auch immer für Genüsse noch da sind. Ich mache dann jetzt die Kameras aus, also jetzt kann auch ungehindert Aber keine Angst, ungehindert Blödsinn. Ungehindert, brauchen wir.